Yes, Nano Nils. Ich mache mal ein Review vom Hexbug. Mein allerbestes Set, wo ich finde, das Verhältnis stimmt mit dem Preis. Also richtig top, muss ich sagen. Da kriegt man was geboten. Ich weiß leider nicht den Preis, wie es heute kostet. Damals war es jedenfalls das Set, wo man den meisten Spaß mit hatte. Und ich muss sagen, ist schon genial. Das ist alles mit da drin. Also alles, was ihr hier seht. Und zwar, ich habe das auch hier. Tada! 11 Mark gibt es die Geraden. 14 Mal das kleine Eckstück. Oder Mini-Kurve. 4 von den großen weißen. Naja, ihr könnt es selber sehen. Ups, das war's verrutscht. Ein Hexbug ist dabei. Schade eigentlich. Hätte eigentlich 2 sein müssen. Dann hätte man mehr Spaß gehabt. Und ich zeige es euch nochmal von vorne. So sieht es aufgebaut aus. Kann man es sehen? Ja, ich glaube ja. Das werde ich gleich mal versuchen aufzubauen. Ich hoffe, dass es so aussieht. Jedenfalls, das kriegt ihr alles, die Teile. Genau, wo kommst du her? Ach, das war von Lego nochmal. Jedenfalls, das werde ich gleich mal aufbauen. Mal sehen, ob ich das schaffe. Genauso, wie es auf der Packung zu sehen ist. Und ich starte mal. Womit fangen wir an? Ich glaube, wir packen das mal kurz zur Seite. Zumindest jo, 3 davon. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist offen. Hä? Warum ist das offen? Das weiß ich auch nicht. Das ist zu. Also laut Bild zumindest. So. Da kommt ein Stopper rein. Oder? Ja. Das ist dieser mit Einweg, Einbahnstraße. Der kommt hier nicht raus. Hier kommt er rein. Darf er rein? Muss er rein? Das ist geschlossen, das ist geschlossen. Okay. Sieht so aus. Hier kommt ein Dreier rein. 1, 2, sieht aus wie 3 Grade. Okay. 3 Grade. Teilstücke. Da soll ja wohl was zu tun haben. Schauen wir nochmal. Ja, können hinkommen. Also. Oh, tut mir leid, das quietscht ein bisschen. Ich hoffe, es kommt hier hin. Vom Platz. Warte, den komme ich jetzt schon an. So, nächstes Stück kommt hier ein gerade Stück. Nach ein Stück Kurve. Alles zur Seite, wir brauchen Platz. So, nach der Kurve. Toll, kann ich jetzt auch nicht sehen, ist hier verdeckt. Sieht es aber so aus. Als wenn es da oben längs geht. Jetzt bin ich selbst ein bisschen verdüdelt, verdatzt. Geht das jetzt da oben links? Ich glaube ja. Ich hoffe, es klappt. Dass es richtig ist. Also, ich meine, hier sieht es aus wie eine Kurve. Da sieht es aus, als wenn es zurückgeht. Na, 1 oder 2. Sieht aus wie 1. Meine Herren, kann man leider auch nicht so gut erkennen hier die Bahn. Da hoch. Sieht aus wie ein Zweier und dann kommt oben eine Kurve. Okay. Ich versuch's mal. So,
Dann geht's oh Mann, gar nicht so einfach. Ich dachte, das mache ich mal eben zack, 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 zack. Tja, das muss oben rüber. Okay. Also eins von diesen kleinen Platten. Aber ist das dann auch richtig? Ach, wisst ihr was? Ich kürze das Video gleich mal ab. Ich mache mal einen kurzen Cut. So, willkommen zurück. 10 Minuten später. Oder war es 15 Minuten später? Egal. Ich habe es aufgebaut, wie es hier sein sollte. Und ja, müsste eigentlich hinkommen. Das habe ich noch über. Braucht man vielleicht nicht, braucht man doch, keine Ahnung. Hält auch so, das hängt in der Luft, muss aber so sein. Hier alle Klappen zu, damit er nicht abhaut. Wir machen mal so einen kleinen Test. Lassen wir mal laufen. Na, ein bisschen blöd ist er. Hallo, ich gehe doch mal ein, ja genau, ab nach oben. Schafft er das? Habe ich noch gar nicht geprobiert. Ui. Und flitzte gleich hier in die Abteilung. Ab nach oben. Ja. Immer höher. Oben ein Spiel. Was? Schon wieder keinen Bock mehr. Na gut. Zack. Ja, zeig mal alles. Spiel mal ein bisschen hier rum. Also ich wundere mich, die Batterie ist schon, ich glaube, mindestens 5 Jahre alt. Oder 4. Hält immer noch. Na, also laut Anleitung. Helfen mal wieder. Na, bist ein bisschen blöd, ne? Immer wieder da rein. Ja, okay. Raus. Zack. Unten links und. Auch nicht wieder nach oben. Och Mann, da warst du schon. Ist egal. Kleiner Racker. Ja, der macht immer ein bisschen Krach. Auf der Wippe. Okay. Ach so, ich habe ihm noch gar keinen Namen gegeben. Ich nenne ihn mal Leon. Und da hat er ein bisschen Spaß, der kleine Racker unten. Also, das Set heißt Habitat-Set. Ist das Beste. Kriegt man für das Geld zumindest eine Menge an Kurven, Strecken und so weiter. Spielplätze kann man natürlich doch umbauen, gibt verschiedene Möglichkeiten. Das fand ich mit am interessantesten. Da wird er nicht ganz so alleine darum jockelt. Habe noch mal einen zweiten. Okay, ungünstig gewählt. Dann haben wir noch mal einen dritten. Und den vierten. Du gehst dann zurück. Wir sollten mal da unten längs. Hallo. Ja, das ist klar, dass da wieder Stress gibt. Ab und zu mal aufrichten. Hat er ihn befreit. Ja, ihr habt gesehen. Einbahnstraßentür. One way. Ja, ganz interessant, ganz lustig. So. Aber das ist ja nicht alles, was wir sehen wollen. Wir wollen noch ein kleines Rennen machen. Mein Gott, ein Krach machst du da. So, auf. Und zwar, wer sind die Teilnehmer? Natürlich die vier hier. Halt, her, hier, komm, her, komm. Ah, ich glaube, dem werde ich mal eine neue Batterie verpassen. So, bis gleich. So, nochmal willkommen zurück. Ist egal. Ich hab's geschafft.
Ich habe gerade eben die Bahn fertig. Vier Teilnehmer. Ein Blau, ein, naja, grünlich, so, Neon. Eigentlich eine hässliche Farbe. Ein Gelb und ein, naja, fast Orange, kann man sagen. Es gibt natürlich nur eine Richtung. Ab in die Richtung. Das ist Mittelfeld. Und für hinten, als erstes im orangen Feld ist, da hinten, der hat das Rennen gewonnen. Ich bin mal gespannt. Was meint ihr? Wer gewinnt? Blau, hässlich grün, schön gelb und orange. Wir starten. Team Motor, start your engines. Wird natürlich ein bisschen schwer sein, alle gleichzeitig loszuschieben. In die Richtung. Halt noch nicht. 3, 2, 1 und los geht's. Ui, habe ich dem Gelben doch echt geholfen. Kann das angehen? Will er hinten durch? Oder ist das so blöd? Ui, alle Kandidaten schon im Ziel. Naja, noch nicht ganz im Ziel. Seid ihr bekloppt? Hallo? Was ist mit euch los? Die Dreiergruppierung. Na? Das gibt's doch gar nicht. Was willst du denn hier? Das kann doch nicht angehen. Ab in die Richtung. Na komm. Es gibt nur eine Richtung. Komm, ich hätte das hier gefunden. Komm. Oh Mann. Der ist auch wieder doof. Na komm. Einer wird es wohl schaffen, orange Zelle. Na komm, ihr könnt auf Wetten abschließen. Wer gewinnt? Wer schafft es in die orange Zelle? Das kann aber nicht so schwer sein. Na komm. Geld sieht gut aus. Komm. Nein. Hallo, da hinten längs. Wer das geschafft hat, hat schon mal 15% des Ziels erreicht. Was ist denn da oben? Hallo. Das gibt's doch gar nicht. Da komme ich eh nicht hin. Hallo. Nö, dir helfe ich nicht. Selber schuld, Freundchen. Oder du schaffst es nicht selber aufzurappeln. Rappeln. Wie auch immer. Na, ja! Ein Sieger! Und das sogar noch der hässliche Grüne. Nicht schlecht. Ich denke mal, ich mache mal noch ein Rennen. Eins war ein bisschen wenig. Bis gleich. So, willkommen zurück. Zweite Runde. Und alles ist offen, alles ist frei. Start your engines. Komm, schmeiß die Motoren an. Würde man sagen. So, nein, noch nicht. Und los geht's. Das gibt's doch gar nicht. Die sind beide schon in die Richtung. Na, war ja wohl klar. Oh Mann. Somit haben aber alle noch eine reelle Chance. Alle im gleichen Modus. Selbe Entfernung jetzt, sag ich mal. Joa. Du komm. Na komm, ich helfe dem hässlichen Grün mal auf. Wir sind da gar nicht so. Na? Na komm, Gelber. Mr. Yellow. Mr. Yellow Man. Na, hat der Gelbe keine Lust. Oh Mann, so blöd. Achso. Hast du überhaupt Gehirnzellen? Nee, ich glaub nicht. Bist ja eh nur ein Roboter. Na komm. Ja, und? Wow, hätte ich nicht gedacht. Diesmal der Gelbe. Okay. Ich würde mir mal was anderes einfallen lassen. Vielleicht im nächsten Monat auch in dieser Richtung. Weil Ex-Bug macht auch wieder Spaß. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.